Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind das PSE-Team Simulation eines lokalen Energiemarkts. Um zu verstehen, was ein lokaler Energiemarkt ist, schauen wir uns erstmal die heutige Situation an. Es gibt Kraftwerke, Kohle, Gas, Kernkraft. Dort wird Strom erzeugt, der dann über Hochspannungsleitungen zu Ihnen nach Hause kommt. Seit einigen Jahren gibt es jedoch einen Trend. Immer mehr Leute haben eine Solaranlage auf dem Dach. Wenn die Sonne scheint, können sie damit ihren eigenen Strombedarf decken. Ansonsten können sie weiterhin Strom aus dem Netz beziehen. Es kommt aber auch oft vor, dass die Solaranlage mehr Strom liefert, als im Haushalt gebraucht wird. Der wird dann wieder zurück ins Netz eingespeist und von dort irgendwie verteilt. Doch beim Transport von Strom über weite Strecken geht viel Energie verloren. Es wäre also viel sinnvoller, den Strom direkt in der Nachbarschaft zu verteilen. Leute mit Solaranlage können dann ihren überschüssigen Strom an Leute ohne Solaranlage anbieten. Das ist dann ein lokaler Energiemarkt. Wenn ich Strom an meinen Nachbarn liefere, will ich den natürlich auch bezahlt kriegen. Das wird über Auktionen geregelt. Wer gerade zu viel Strom hat, bietet ihn zu einem bestimmten Preis an. Wer Strom braucht, bietet auf den verfügbaren Strom. Hat er gerade kein Glück, kann er weiterhin Strom aus dem Netz beziehen. Natürlich hat niemand Zeit, ständig auf Strom zu bieten. Deswegen wird das Ganze automatisiert. Ein Computer in jedem Haushalt, der sogenannte Agent, überwacht, wie viel Strom verbraucht und wie viel produziert wird. Die Agenten in der Nachbarschaft sind miteinander verbunden und handeln automatisch aus, wer wem wie viel Strom liefert und zu welchem Preis. Dazu braucht man natürlich bestimmte Regeln, einen Marktmechanismus. Und genau darum geht es bei unserem Projekt. Und zwar herauszufinden, welcher Marktmechanismus sich am besten eignet. Und genau dafür haben wir einen Simulator entwickelt. Und das Ergebnis ist LES, Lokaler Energiemarktsimulator. Schauen wir uns beispielhaft zwei konkrete Marktmechanismen an. Es werden immer für 15 Minuten die Gebote abgegeben. Bei der Disco-Time Double Auction wird ein bestimmter Preis festgelegt. Von allen Verkäufern, die weniger verlangt haben, wird der Strom gekauft und den Käufern zugeteilt, die mehr verlangt haben, geboten haben. Alle Zahlen unterhalten den festgelegten Preis. Der muss natürlich so gewählt sein, dass möglichst der produzierte Strom verkauft wird, aber nie mehr ist vorhanden. Bei der Pay-Your-Bid-Auction kommen auch zuerst die Käufer dran, die am meisten geboten haben, und die Verkäufer, die am wenigsten verlangen. Allerdings zahlt ja jeder Käufer genau das, was er geboten hat. Diese beiden Marktmechanismen wollen wir also vergleichen. Dazu generieren wir zunächst eine Nachbarschaft. In LES stellen wir ein, wie viele Haushalte es gibt und wie viele Leute darin wohnen. Außerdem legen wir fest, wie viele Solaranlagen installiert sind. LES arbeitet mit realen Messwertdaten, um die Menge an erzeugten und verbrauchten Strom für Anlagen und Haushalte zu berechnen. Für unser Beispiel haben wir die Nachbarschaft so gewählt, dass tagsüber der komplette Strombedarf durch die Solaranlagen gedeckt werden kann. Aber die Leute in so einer Nachbarschaft können ja unterschiedliches Verhalten an den Tag legen. Ökofreaks zum Beispiel wollen erneuerbare Energien unterstützen und bieten immer 25 Cent pro Kilowattstunde. Schwaben hingegen bieten weniger, wenn sie glauben, sie halten ihren Strom auch dann noch. Schauen wir uns zunächst an, was passiert, wenn nur Ökofreaks in unserer Nachbarschaft leben. Wir simulieren das Marktgeschehen nacheinander mit den beiden Marktmechanismen. LES sammelt alle möglichen Informationen und speichert sie in einer Datenbank ab. Damit können wir zum Beispiel analysieren, wie sich der durchschnittliche Strompreis entwickelt hat. Man sieht, dass der Preis bei beiden Marktmechanismen gleich ist. Doch jetzt ersetzen wir in unserer Nachbarschaft ein paar Öko-Freaks durch Schwaben und simulieren noch einmal mit beiden Marktmechanismen. Jetzt sieht man deutlich, wie bei der Disco-Time Double Auction der Preis stark absackt. Bei der Pay-Your-Bid-Auction sinkt er auch, aber er bleibt wesentlich stabiler. Wir können also leicht erkennen, dass Disco-Time Double Auction nicht so geeignet ist, wenn man erwartet, dass der komplette Strombedarf innerhalb der Nachbarschaft gedeckt werden kann. Das ist aber natürlich nur ein Ausschnitt von dem, was LES kann. Andere Energiequellen, flexible Gestaltung von Haushaltsgrößen und Verbrauchsprofilen oder auch die Zuweisung verschiedenster Gebotsstrategien ermöglichen deutlich komplexere Szenarien und Analysen. Dies gelingt durch einen modularen Entwurf. Er ist hier in einem sogenannten Klassendiagramm dargestellt. Farblich hervorgehoben sind die einzelnen Subsysteme. Das Projekt besteht aus insgesamt 198 Klassen und Interfaces mit knapp 18.000 Zeilen Programmcode. Mit weiteren 11.000 Codezeilen für automatisierte Tests erreichen wir eine Testabdeckung von 83%.
Während der Entwicklung der Software über ein Semester war jedes Teammitglied einmal Phasenleiter. Jeder konnte erfahren, wie es ist, die Verantwortung für so ein Projekt zu übernehmen. Wir haben gelernt, die Aufgaben vernünftig untereinander aufzuteilen, sodass wir sie rechtzeitig und ordentlich bewältigen konnten. LES wird nun am Lehrstuhl für Systeme der Informationsverwaltung hier am KIT verwendet und weiterentwickelt, um die Risiken und Möglichkeiten von lokalen Energiemärkten genauer zu erforschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch viel Spaß.